So, und jetzt versuchen wir mal hier irgendwie einen Schädel ranzubauen. Ha. So.
Hi. Was geht? Wir versuchen gerade unser Eingangstor fertig zu bauen. Soweit ganz gut. Nur bin ich schlecht im Bilden und jetzt versuche ich mir irgendwie alles einfacher zu machen.
Reicht das mit dem Rand nach hinten? Sind wir hier hoffentlich auch bald mal fertig. Okay. Dann gucken wir mal zu Hause, wie das mit diesem RF-Tools funktioniert. Hehe. Ich habe nämlich keine Ahnung. RF-Tools. So, mal eben ein Hotelzimmer buchen. Hehe.
Gott, die Internetseite ist crap. Okay, buchen wir später. So, ich brauche... Space Chamber. Space Card. Und das wird dann über den Bilder gebaut, glaube ich. Okay, dann gucken wir doch mal. Vielleicht hätten wir nicht die Farbe nehmen sollen. So, das haben wir ja noch nicht. Okay. Dann bauen wir da jetzt erstmal ein Viereck.
So, wie funktioniert die Space Chamber? Da muss ich mal Video zu haben. Mist. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich brauche noch die Wrench. Ist doch klar. Wo haben wir sie hier? Hier. Smart Wrench. Successfully created. Ja. Okay, wir müssen die einversetzen. Dann ist sie voll vertan. Hier müsst ihr eigentlich successfully. Okay. Kann ich das irgendwie noch bewegen? Oh ja. Heißt also, du kommst mit. Gucken wir jetzt mal zu Hause. Okay.
Mist. Das hat nicht geklappt, weil das eine andere Dimension ist, wahrscheinlich, ne? Sketches. Copy paste. Okay, das brauchen wir eben. So, was tippt ihr? So. Freunde, wir haben jetzt das Copy and Paste Tool von Building Gadgets. Das kann Sachen ausschneiden und kopieren. Wir haben jetzt hier einen riesigen Totenschädel als Eingang. Den brauchen wir in einer anderen Dimension. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir den Server zum Crashen kriegen oder nicht. Mit dem Kopiervorgang. Also starten wir das Ganze jetzt mal. Oh, es geht. Okay, dann müssen wir das jetzt hier einmal beobachten, wie der Totenschädel abgebaut wird. Und in der neuen Welt können wir den dann setzen. Dann müssen wir gleich eigentlich nur noch den Rasen entfernen, damit das in der Overworld nicht so bescheuert aussieht. Hoopala.